Ja, moin und herzlich willkommen zu diesem Motovlog. Frohe Ostern. Heute ist Ostersonntag. Wie ihr seht. Ja, genau. Heute fahre ich mit einem Kollegen so verkleidet bisschen durch die Stadt. Natürlich mit einem Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Unsere ursprüngliche Idee war es dabei, dass wir in unseren Tankrucksäcken Süßigkeiten haben. Das habe ich ja im letzten Vlog schon ein bisschen angeteasert. Wie wir dann halt durch die Stadt fahren, von Buchholz oder Hamburg, das wussten wir noch nicht, das mussten wir uns mal überlegen. Süßigkeiten verteilen, hier wäre ein Tankrucksack aufgekommen, mit Süßigkeiten drin, Schokolade, was auch immer. Auf jeden Fall ist das unsere Idee gewesen. Und da das ja jetzt aufgrund von Corona, nicht mehr so cool ankommt, wie wir eigentlich dachten, dass es cool ankommen könnte, fahren wir einfach so ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht fahren wir auch spaßeshalber bei McDonald's ins McDrive damit. Mal gucken. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich bin schon mega gespannt. Es ist... Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ist der Motor drauf? Nein. Es ist jetzt 10:30. Um 11 wollt ihr da sein. Ich mache mich jetzt langsam fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So. Herzlich willkommen zu diesem. Nimmt sie überhaupt auf? Ja, stimmt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin ja auch gespannt, ob wir von den Cops angehalten werden. Oder mal gucken, was passiert. So. Ich muss eigentlich noch tanken. Aber ich fahre einfach mal so los. Wir sind jetzt in Buchholz, in der nächstgrößeren Stadt bei uns in der Nähe. Ich bin immer noch auf dem Weg zu meinem Kollegen. Mal gucken, ob wir hier so ein paar kleine Kinder nachher. Ja. Eine kleine Freude machen können. Süßigkeiten haben wir jetzt weggelassen, war ursprünglich in der Idee, das zu machen, aber aufgrund von Corona. Ist das cool, wenn die Leute so geiern. Ich hätte auch da runterfahren können, naja, egal, schauen wir mal, was passiert. Das ist so geil. Oh, man rutscht auf dem Sitz, ne? Das ist nicht schön. Egal. So. Ja, schön. Ah, ist das cool. Was? Ja. Ich habe diese Fäustlinge hier reingesteckt, ne? Die stören, können dich beim Bremsen oder beim Fahren stören. Wenn die sich um Bremshebel oder Kupplungshebel verhaken, scheiße. Wie du willst. So, da sind wir wieder. Wir fahren jetzt zu zweit durch die Gegend. Starten hier gerade von unserem heimischen Aldi. Mal gucken, was dabei heute so rauskommt. Aber die Reaktionen, die bisher da waren, und wir fahren ja nicht lange,
das ist schon genial. Läuft die Kamera? Ja. Schön. Fahren wir mal durch die Innenstadt und gucken wir mal, wie ein bisschen die Leute erfreuen können. Also bei zwei hat es schon geklappt. Aber es ist krass heiß, ne? Also das Kostüm, das wärmt so auf. Das ist Wahnsinn. Ja. Was ist das? Tja, so. Das ist geil. Ja, also es macht echt Spaß, sowas mal zu machen. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so Spaß macht. Tja, was gibt es Neues? Das ist zweiter Block dieses Jahr, gleich mit einer Osteraktion. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Genießt die Feiertage, die wir jetzt haben. Auch wenn es bescheiden ist, Osterfeuer fällt aus, man darf nicht seine Liebsten treffen. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Es geht auch wieder, es wird auch wieder besser. Es ist aber krass, auch was, wie billig die das Benzin geworden ist zurzeit. Moin! Tja, Grüße gehen raus an die Street Bunny Crew. Wir haben mal ein bisschen eure Idee geklaut. Wobei, ihr setzt euch ja, soweit ich das weiß, immer für einen guten Zweck rein. Macht weiter so. Das ist herrlich, ey, die Leute. Das ist zu geil. Ja, ich hätte jetzt gerne einen Sena mit meinem Kollegen. Das wäre schon cool geworden. Aber Sena ist unterwegs und bestellt. Das ist geil. Jetzt finde ich es ja fast schade, doch keine Süßigkeiten dabei zu haben, aber. Was soll man machen? Gibt Schlimmeres. So. Wir biegen hier natürlich rechts ab. Wir wollen ein bisschen durch die Innenstadt fahren. Aber hier ist tote Hose. Das ist echt schade. Ja, schauen wir mal. Das ist echt krass. Es ist keiner da. Es ist eine 30.000 Einwohnerstadt oder noch mehr. Keiner da. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Mal gucken, fahren wir mal ein bisschen in die Fußgängerzone. Ah,
Ja, ich weiß, dass das eine Fußgängerzone ist. Hier ist halt nichts los, hier sind ja keine Fußgänger. Tja. Schade eigentlich. Na gut, dann fahren wir mal ins nächste Ort, in den nächsten Ort. Tja. Ach Leute, das bringt so Spaß. Das müsst ihr auch mal machen. Also ich kann jedem empfehlen, der Motovlog machen will oder einfach mal so ein Spaßvideo machen will, macht das. Das bringt mega Spaß. Hätte ich nie gedacht. Vor allem die Leute, die steigen zu 90% alle mit drauf ein, fangen das Grinsen an. Entweder machen sie sich lustig über dich oder sie feiern dich. Und das lustig machen, weißt du, das geht mir im Arsch vorbei. Ich mache das ja, weil ich das will. Und nehme das gerne in Kauf dafür. Ah, ist das herrlich. Oh, da vorne schöner Tesla. Sehr schönes Auto. Aber dann doch ein bisschen zu teuer für Autonormalverdiener. Tesla, Mann, ey. Geil. So. Ja, moin. Ach ja, ist das cool. Ah, herrlich, es bringt so einen Spaß, es ist cool. Ah, es ist herrlich. Es bringt richtig Spaß. Schön. Das bringt so Spaß, Alter. Ja, ist mega. Ja, ja, stimmt. Aber kommen wir noch auf die Straße da hinten Richtung Welle? Nee, da kommst du nicht durch. Scheiße, ja, müssen wir hier durchfahren. Guck mal, jetzt ist noch gesperrt. Mhm. Ja, ich kann das nicht reinstecken. Ich hab die hier reingesteckt, ne? Das geht. Ja. Da haben wir wieder so die Kombi-Anpuppe.